Willkommen zurück unter dem Bett bei Alien Isolation. Wir dürfen nicht so laut reden, sonst hört das Alien mich. Es ist auf einmal da und es ist weg. Vektororganismus. Ui. Da kommt der. Shit. Nein! Scheiße! Ich hab nichts getan. Er ist aber ja alles nochmal nachspielen. Oh Mann. Guck dir an, wo ich bin. Wow. Okay, fängt ja gut an. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt nochmal die Gelegenheit genutzt, um zu speichern. Ui! Ich bin weg. Das Leben im Schrank ist so wundervoll. Wenn ein Xenomorph vorbeikommt, da freue ich mich besonders toll. Oder so. Ich hab den Geräuschmacher ausgerüstet. Ich werde ihn gleich mal versuchen zu benutzen, um das Alien so ein bisschen abzulenken. Ich komme hier sonst nicht vorwärts. Guck mal, wo ich hin muss. Da. Da, wo es leuchtet. Blinkt. Verrückt. Wie soll ich denn das schaffen? Sieht so geil designt aus, das Alien. Ich bin nicht da. Gott. Will ich leben? Dann die Luft anhalte. Das war knapp. Ja, er geht. Aber genau dahin, wo ich hin muss. Das ist so scheiße. Ja, ich versuche mein Glück. Sehen. Fuck, Alter. So nicht. Jetzt ist er wieder in den Rechten. Okay. Okay. Kein Problem. Krieg ich hin. Eben stand er hier dreimal in diesem Gang. Das war vielleicht die Pest. Nein. Kann ich gerade durch das Bett sehen? Fantastisch. Ich mache jetzt mal einen Feldtest, ne? Wenn er weg ist. Er schlurft da vorne irgendwo rum. Jetzt ist er wieder in den Lüftungsschächten. Jetzt ist meine Chance. Was ist mit diesem Raum? In dem war ich noch gar nicht. Aha. Kann hier rein? Was ist das hier? Irgendwas Wichtiges?
Ist einfach ein Raum, damit man sich wahrscheinlich nochmal verstecken kann oder so. Steht er genau vor der Tür natürlich. Jetzt ist er wieder weg. Leichenstapel in seinen Weg. Aber wie... Der Empfang ist Sperrgebiet. Ja. Ich kann nicht näher rangehen. Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen eingeleitet werden. Leiten Sie die San Cristobal Evakuierungsverfahren ein. Wo mache ich das? Oh, da hinten irgendwo. Eie. Ey. Es gibt nur einen einzigen Speicherpunkt hier und dieser Raum ist so, also dieser Bereich hier ist so groß. Das Alien ist halt überall. Das ist mir ständig im Nacken. In dieser Anlage sind Synthetenkrankenpfleger tätig. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgt werden wollen, melden Sie sich bitte. Ist das in den... Bei mir. Fuck, es ist fast genau über mir. Die kann ich gar nicht gebraucht, ich habe schon alles entdeckt. Bindemittel, kann ich es mitnehmen? Nein. Blöd, dass beim Craften nicht die Zeit angehalten wird, ne? Äußerst lästig. Ja, wir kommen hier leider nicht so schnell voran, wie ich es gerne hätte. Aber Sicherheit geht vor. Okay. Es macht keinen Sinn, dass das hier reinkommt, weil... ich kann das nicht klettern. Der Empfang ist schlecht. Ah doch, kann es durch. Muss hier sogar durch, aussieht. Gott. Soundcore ist das so geil. So schlimm. Nicht, was ist. Ja, aber was? Ausklettern. Ich bin drin. Das Abwärts raus. Scheiße, Mann. Da lang gehe, bin ich tot. Zurück kann ich nicht mehr, ist gesperrt.
weil ich mich entferne, hört's auf zu sammeln. Halten Sie den St. Christopher der Bekürungsverfahren ein. Aber jetzt immer noch nicht näher kommen oder ist es weg? Definitiv noch irgendwo. Ganz langsam und ganz vorsichtig immer die Decke im Auge behalten, ne? Bescheid. Auto Nummer 2 und hier kann ich speichern. Speichere jetzt. Bevor ich den zweiten Generator anmache. Sonst ist das mein sicherer Tod. Oh Gott, ist das gut. Heiliges Speichern. Oh, wie erwartet, ne? Der kleine Schlingel. Jetzt habe ich mal kurz eine Minute Zeit oder ein bisschen mehr vielleicht, um mir was herzustellen. MP-Miete. Auch Bombe. Die Rohrbombe. Ich habe eine Rohrbombe her. Wenn viele Ressourcen verbraucht, kann ich was Ordentliches mitnehmen. Wieder an Ressourcen. Ja? Jetzt. So. Ich muss da voll viel liegen lassen, weil meine Kapazität ja begrenzt ist. Wie gesagt, ich hätte es ja auch auf einem einfacheren Schwierigkeitsgrad spielen können, aber wer bin ich? Nö. So nämlich. Die Androiden sind los. Okay. Alles klar. Ich jetzt hier wieder raus. Ich muss dann den Rechner, ne? Auf das noch. Oh, Scheiße. Wirklich, während der hier rumläuft? Weg geschafft. Scheiße, Alter, mein Puls, der geht gerade komplett durch. Vielleicht ist es so besser. Unterirdisch lauf. Warum geht die Taschenlampe nicht? Das macht mich komplett nervös. Ich sehe halt nichts. Hä? Jetzt bin ich doch wieder hier. Och nö. Okay.
Ach, come on. Finger weg. Wo ist die Tür? Hier. So, Orientierung. Ach, ich kann da nicht durch. Ich muss außenrum. Boah, ich muss den kompletten Gang runterlaufen. Alien ist auch gerade aufgetaucht. Oh, hallo. Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal kommt. Ich hätte gedacht, der würde sich auf die Androiden stürzen. Okay, wir müssen das nochmal mit den Androiden jetzt machen. Den Motor hier starten. Es gibt die Fluchtsequenz ein bisschen ab, ne? Also ich verkürze das Ganze. Bis gleich. Wir haben es fast geschafft. Ich habe nochmal zwischengespeichert. Aber das Alien ist halt wirklich gerade ziemlich penetrant. Das hängt mir ja richtig hart am Arsch. Genau, geh rein und bleib da. Damit tust du uns beiden eingefallen. Okay. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht auch nicht. Bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. Er ist hochgeklettert. Falsch, geh lang. Boah, ich hab's geschafft. Es war hinter mir. Nein, es ist vor mir! Kacke! Was zum Teufel passiert hier? Kommen Sie. Okay, alles klar. Wie, was, wo? Hier? Na null. Mündert. Mein Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber im Ernst, wie soll ich hier rauskommen? Wo ist das Alien denn? Hä? Tür geht nicht auf. Scheint genaueres zu wissen. Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Ich interessiere wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Ist hier drin irgendwas? Diesen Knopf hat die andere Tür nicht. Irgendwie ein Schacht oder so zum Durchklettern? Ich sehe halt nichts. Die Tür hier geht nicht. Die Tür ist zu. Verschlossen. Okay, ich suche mal nach einem Ausgang. Bis gleich. Man muss nach oben klettern. Ich bin eben gestorben. Mir ist der Sauerstoff anscheinend ausgegangen. Ich bin aber tot umgefallen. Oh Gott, Quicktime Events.
Reise. Komm, kletter weiter. Fast geschafft. Springen. Gott. Wahrscheinlich ist das Alien irgendwie in die Flucht geschlagen worden durch das Feuer. Ich habe es nämlich vorhin kurz geschafft, einen Molotov-Cocktail auf das Alien zu werfen und dann ist es abgehauen. Da habe ich sogar ein Achievement für gekriegt, wusste nicht mal, dass es dafür eins gibt, aber ja, war spannend. Sein Schwanz hat gefackelt. Das fand ich lustig. Ich konnte noch sehen, wie er wegrennt mit seinem brennenden Schwanz. Das klingt halt so wrong, aber es, ja, das war halt der Fall. Was soll ich tun? Okay. Das war's. Bin ich wieder... Okay, das ist ein Aufzug. Oh, die Musik, die klingt gut. Oh, die Musik klingt gut. In der Falle schließen sie die 6. Mission ab. Achievement. Boah, das war intensiv. Also auch die Flucht jetzt gerade noch. Hammer. Also die Inszenierung dieses Spiels ist absolut großartig. Aber es ist wirklich sackschwer. Also dem Alien zu entkommen, das ist wirklich nicht einfach. Oder es loszuwerden. Ich habe den Geräuschmacher auch mal ausprobiert, aber da ist er leider nicht drauf angesprungen. Er ist dann eher hoch in die Decke gesprungen. Aber auch am Anfang jeder Mission oder jedes Kapitels wird nochmal gespeichert. Das heißt, falls Eli mich jetzt tötet, fange ich dann wieder an, sobald ich aus dem Aufzug aussteige. Also von daher denke ich mal, passt das. Okay. Oh Gott. Jedes Mal, wenn mein Scanner dieses Geräusch macht, denke ich mir so, ey, bitte nicht. Oh, halt, da war noch was. Na, ist egal. Da fehlt ein Teil. Das muss ich in Ordnung bringen. Ja, was habe ich gespeichert? Aufzugstörung. Schießt auf alles, was sich bewegt. Was ist denn das? Ladungspack. Braucht man hierfür ein Ladungspack? Ladungspack ist das Plus-Minus. Räuschmacher braucht ein Ladungspack. Die MP-Mine braucht sehr viel Ladungspack. Da sind die. Okay. So, ich kann es nicht einfach so reparieren. Mir fehlt halt was. Kann ich nicht das Alien auf die hetzen? Dem Geräuschmacher? Shit. Kann es Alien auch zu meinem Freund machen. Aber bitte komm nicht hier in die Richtung. Scheiße. Okay, das war knapp.
So bin ich die Typen losgeworden, ohne auch nur einen Schuss abzugeben. Dass das Elin ebenfalls anlockt. Holy fuck. Direkt über mir. Alle tot. Wo muss ich denn hin? Kein blassen Schimmer, leider. Unter diesen Dingern kann ich mich nicht verstecken, glaube ich. Das hier ist zu. Ja, dann hier weiter. Da von diesen Schächten am besten weg. Hier kann man rein. Shit, Alter. Okay, gucken wir uns mal das Terminal an. Fehler. Morgen gemeinsam 2. Morgen gemeinsam. Sixtons Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg, zuerst erschien in Auge auf Saxon. Exon. Unser bemerkenswertes Wachstum. Sieg und Sohn wurde zum Rückgrat in der kolonialen Ausbreitung mit Überlichtgeschwindigkeit, mit verlässlichen Komponenten, die die Menschheit in den Weltraum brachten. Hierdurch wuchs das Unternehmen im Jahre 2066, betrieb es, große Produktionsstätten in London, Buenos Aires, Nagasaki und Picard Wargenton auf dem Mond. 2071 verkaufte die Familie Sieg ihren Anteil an die Firma und Entwicklung hielt stetig an. Rivalen und Gegner sahen mit Neid dabei zu, wie Sieg und Sohn zu Marktführern bei der Produktion von Autos, Chemikalien, Bildungsausstattung und Baumaterialien wurde. Am Ende des letzten Jahrhunderts kam es zu einem Ereignis, das unsere gemeinsame Zukunft einläutete. Aus Sieg und Sohn wurde Sixon. Wir nahmen den Namen, unter dem unsere Kunden uns schon seit Jahrzehnten kannten und wandten uns gemeinsam dem Morgen zu und den Sternen. Smythe, haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Heavys sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Sixon zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Vergeigen Sie das nicht. Spedding Ende. Schaffen Sie Zugang zum Warenlager. Nutzen Sie den Androiden als Zugang zum Komponentenlager. Verschaffen Sie Zugang zum Warenlager. Hey, okay, alles klar. Kann man den irgendwie hacken oder irgendwas? Und wieder herstellen. Okay. Finden Sie einen Weg, den Bedarfsandroiden einzuschalten. Auch hier rein. Ist aber kein Lüftungsschacht, ne?
Und nur durch diese Tür kommen. Hoffentlich. Jetzt es gibt gleich Funkschächte. Danke. Hier kann man speichern. Das passt hervorragend. Weil ich gucke nämlich gerade auf die Zeit und wir haben 31 Minuten auf der Uhr. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Alien Isolation. Und das nächste Mal geht es dann hier weiter. Wo sind wir gerade? Synthetenlager. Wir haben 2 Punkte definitiv zu erfüllen. Und mal sehen, ob uns das in der nächsten Episode gelingen wird. Oder ob uns das Alien zuvorkommt. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Alien Isolation. Bis dann.